Da bin ich ziemlich geflasht gewesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich bin auch ziemlich sprachlos. Hier hat irgendwann jemand was ausgegossen hier. Guckt euch das mal an. Die müssen ja auch irgendwo gelebt haben und die haben wahrscheinlich dann auch in dieser obersten Etage gelebt, so wie das Ganze aussieht. Schmuckschatulle und die sieht ziemlich edel aus. Guckt euch das an, was hier an Tischen steht. Was ist da jetzt? Alter! Ach! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich heute gemeinsam mit UrbExperience, ganz unten in der Videobeschreibung verlinkt, auf Lost Place Tour. Belgien, Ruhrgebiet, Frankreich vielleicht, ich weiß nicht genau. Meine Tourdaten werde ich unten mal verlinken. Wir befinden uns heute in einem verlassenen Hotel, was ungefähr seit 2013 leer steht. Und ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt mal gemeinsam an. Viel Spaß mit dem Video. Bevor es jetzt mit dem Video weitergeht, gibt es nochmal eine kleine Zusammenarbeit mit meinem Kooperationspartner, eine kleine Aktion für euch. Denn am 29.05. gibt es die Olight i5T EOS für sage und schreibe 29,96 € statt 39,99 €. Das Coole an der Taschenlampe ist, dass ihr eine sehr gute Griffigkeit habt durch diese Riefen, die sich hier an der Seite befinden. Die Taschenlampe verfügt über zwei Modis. Der hellste Modus hat 300 Lumen und eine Reichweite von 60 Metern. Auch wieder mit einem Trageclip, um das Ganze einfach am Rucksack befestigen zu können. Die Taschenlampe wird nicht mit einem Lithium-Akku betrieben, sondern mit einer ganz normalen 2A-Batterie. Das heißt, schnelles Auswechseln von Batterie und gleich geht's weiter mit dem Leuchten. Ziemlich coole Aktion auf jeden Fall. So, was solltet ihr jetzt noch wissen? Wie gesagt, die i5T EOS Taschenlampe gibt es nur am 29.05. Da gibt es die Taschenlampe für sage und schreibe 29,96 €. Schaut auch auf jeden Fall auf der Olight Instagram-Seite vorbei. Da gibt es Reviews über Taschenlampen, Updates und sogar Angebote. Und ich würde sagen, ich packe euch noch ein paar Infos in die Videobeschreibung rein zu weiteren Taschenlampen und zu weiteren Angeboten auf der Olight-Seite. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt weiter mit dem Video. Hier ist man an der Seite reingekommen und ja, hier hatte man eine wunderschöne Bar, wo man sich dann Getränke zapfen konnte, beziehungsweise Getränke, wo die Getränke ausgeschenkt worden sind. Hier rechts, unmittelbar gegenüber von der Theke, haben wir einen Sitzbereich mit diversen Tischen und Stühlen. Da oben haben wir noch so ein paar Krüge drauf, so ganz alt eingerichtet das Ganze, also ziemlich rustikal wieder eingerichtet das Ganze. Das Ganze ist wirklich ziemlich gut bestückt. Wir haben hier noch einen richtig schönen Ofen. Ich vermute mal, dass man hier richtig gemütlich sitzen konnte früher. Hier eben mit einem Bierchen hingesetzt. Ich weiß nicht, ob es hier auch irgendwie Essen gab oder sowas. Weil hinter dieser kleinen Bar gibt es eine Küche. Die gucken wir uns nachher auch nochmal an. Da sind wir nämlich gerade eben durch reingekommen. Und das ist hier so eine kleine Holztür. Und da geht es weiter. Hier haben wir links auch wieder einen Teil der, einen Teil der Bar mit so Steh-Hocker-Bereichen, könnte man fast sagen. Da vorne haben wir eine riesengroße Bühne, wo wahrscheinlich, wenn hier irgendwelche Veranstaltungen waren, Musik gespielt worden ist wahrscheinlich, könnte ich mir gut vorstellen. Dann war hier bestimmt richtig volles Haus, weil ich glaube, so wie das hier aussieht, hat hier jemand, oder es ist ein Eigentum, ein Anwesen, der ziemlich viel Geld hatte, so wie das aussieht. Weil wenn man jetzt mal von den Möbeln her so beurteilt, guckt euch das mal an, wie groß das Ganze ist und wie gut eingerichtet das alles ist. Ich vermute mal, dass das wirklich so speziell was für Veranstaltungen oder sowas war. Hier haben sie schon so ein paar Stühle zusammengestellt, durch so einen kleinen Vorhang durch, zu einer weiteren Bar, so wie das aussieht. Guckt euch das mal an. Warum wurde das denn hier so stehen gelassen? Hier eine alte Garderobe, und jetzt gucken wir mal ganz kurz, da kann man nämlich immer ganz gut urteilen. Guckt euch das an. Hier wurde wirklich noch nichts zerstört. Waschbecken. Mal gucken, ob das Wasser hier noch geht. Ne, Wasser ist natürlich abgestellt. Was haben wir hier? Hier ist eine abgeschlossene Tür. Oh, Leute, Licht funktioniert noch. Und das da oben sieht ziemlich so nach Disco-Beleuchtung aus. Ich vermute mal, dass auch hier während Veranstaltungen irgendwie so eine Art Lichtershow oder irgendwie sowas war. Ich überlege gerade, die müssen ja so viele Bars gehabt haben. Wieso hat man denn in so einem Hotel so viele Bars?
im Keller, also ist ja Erdgeschoss momentan, wo wir uns jetzt gerade befinden. Und hier ist eine Bar, ganz am Anfang war eine Bar, wo wir reingekommen sind. Und das hier ist auch schon wieder eine Bar, das ist irgendwie komisch, ne? Keine Ahnung. Ich vermute mal, dass hier die Sachen gelagert sind. Da, wenn es Essen gab, hier Feinkost, dann haben sie ja hier zum Aufbewahren, fürs Wärmen, haben sie dann diese Schalen gehabt, wo oben diese Stöfchen unterstanden. Und dann wurde das Essen eben dann warm gehalten. Hier unten im Erdgeschoss, wie gesagt, da sind ziemlich viele Bars bis jetzt gewesen. Was haben wir hier noch? Ein Abstellraum, genau, Heizungsraum. Ziemlich viele Bars und die ganzen Veranstaltungsräume. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, dass wir zu diesem Saal kommen, wo die große Bühne ist. Und dann gucken wir uns mal die anderen Etagen an, würde ich sagen. Weil ich glaube, gerade in diesem Hotel wird noch ziemlich viel an Einrichtung vorhanden sein. Da vorne hatte ich eben gerade schon mal die Bühne gezeigt. Und hier links stehen wirklich diverse Tische. Daran kann man auch schon urteilen, wie viele Leute hier wahrscheinlich mal in dem Hotel gelebt haben, beziehungsweise übernächtigt haben. Wenn man hier die Treppe hochgeht, haben wir eine so eine Durchgangstür, rechts einen Raum und links einen Raum. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal links den Raum zuerst an. Da wurde schon ziemlich viel zusammengepackt. Und hier geht es weiter zu so einem kleinen, ich weiß gar nicht, nennt man das Hook? Ich denke mal, dass hier verschiedene Sachen gelagert worden sind früher. Ihr seht ja selber, da sind mittlerweile einige Kartons, die hier einfach wild durch die Gegend fliegen. Hier haben wir noch einen alten Stuhl und ein altes Waschbecken. Oder ob hier oben vielleicht nochmal eine zweite Toilette oder sowas war. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht so ganz. Aber der Raum, den ich euch jetzt zeigen werde, Leute, das ist wirklich der Oberhammer. Also da bin ich auch, wir waren da eben gerade schon einmal kurz drinne. Und das ist wirklich, also da bin ich ziemlich geflasht gewesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hier vorne erstmal ein Sofa mit zwei, drei Sesseln zusammengestellt, das Ganze. Eine alte Kommode. Ja Leute, und wenn wir jetzt mal hier reinkommen, guckt euch das an. Ein ganz altes, rustikales Sideboard. Genau, so ein Sideboard oder irgendwie sowas. Alter Schwede, dass das hier noch so steht. Ein ganz alter Plattenspieler hier. Hier ist eine ganz schöne Sofaecke, wenn man reinkommt. Also da eben sind wir reingekommen, da links. Und hier ist eine ganz schöne Sofaecke. Diese Sofaecke ist ziemlich gut erhalten. Und guckt euch mal an, was hier auf dem Tisch liegt. Ganz alte Pelz. Ja, ganz alte Tier. Was ist das? Füchse gewesen oder sowas? Schneefüchse oder sowas. Guckt euch das mal an. Damals um den Hals gehangen. Ah, okay, zum Warmhalten dann wahrscheinlich, ne? Ja, Leute, und hier ist noch ein ganz alter Aschenbecher und das deutet dort darauf hin, dass man in diesem Hotelzimmer hier früher noch rauchen durfte. Oder was sagt ihr? Könnt ihr mir gerne eure Meinung mal unten in die Kommentare schreiben. Und hier kommen wir in einen sehr schönen Raum, wo man denken könnte, das Ding ist überhaupt absolut ganz und gar nicht verlassen. Hier rechts haben wir eine schöne Vitrine, wo tatsächlich auch noch Sachen drin stehen. Ganz alte Vasen und so künstliche Blumen. Hier rechts davon haben wir ein Zimmer, wo ja, diverse Ordner im Schrank stehen. Ein Bett, wo auch wieder so ein, ich würde sagen, von irgendeinem tierartigen, irgend so ein Pelz drauf liegt. Das heißt, man hat sich das Ganze früher um Hals gebunden, um dann sich zu wärmen. Ich denke mal, dass das vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Verwaltung von diesem Hotel war oder sowas. Aber ich denke mal, die Leute, die das Ganze hier betrieben haben, die müssen ja auch irgendwo gelebt haben. Und die haben wahrscheinlich dann auch in dieser obersten Etage gelebt, so wie das Ganze aussieht. Ziemlich edel eingerichtet hier das Ganze und auch sehr minimalistisch gehalten. Also so einen ziemlichen rustikalen Flair eigentlich das Ganze. Und das ist ziemlich selten, dass wirklich ein Hotel so gut aussieht und auch so noch hier steht, wenn das schon, ich sag mal, 6 Jahre jetzt leer steht. Das ist wirklich verwunderlich, finde ich. Ja, und ihr seht selber, Leute, ich bin auch ziemlich sprachlos, ehrlich gesagt, weil sowas gab es dann doch ziemlich selten jetzt in meiner Urbex-Karriere. Ich kann mich da nur wiederholen, aber das sieht doch wirklich schon ja, ziemlich gepflegt aus und dass das hier noch so steht. Da kommt jetzt für mich auch wieder die Frage, warum verkauft man sowas nicht? Warum setzt man sowas nicht ins Internet und warum verkauft man sowas nicht an irgendwie einen neuen Besitzer oder sowas oder einen neuen Eigentümer? Das ist ziemlich traurig, finde ich. Also aus diesem Hotel kann man tatsächlich wirklich noch was machen. Wir haben es unten gesehen, der Strom geht noch im Erdgeschoss. Und das Ganze wurde auch eigentlich eher mehr auf, ja, nicht fluchtartig verlassen, würde ich sagen, sondern eher in Ruhe verlassen, weil auch ziemlich viele Stühle noch zusammengestellt worden sind. Ich vermute mal, dass das Ganze irgendwie hier Insolvenz anmelden musste oder sowas und dann tatsächlich aufgegeben wurde oder sowas. Ja, Leute, hier haben wir noch so einen ganz alten PC, wo auf der Tastatur irgendwie was Schaumartiges ist. Ich denke mal, das ist so eine Art Rasierschaum oder sowas, was hier ausgekippt worden ist. Der PC, der Monitor ist von Chordata. Sagt mir jetzt aber so auch nichts. Ich glaube, das ist irgendwie was Schleimartiges. Guckt euch das mal an, weil der ganze Monitor da auch irgendwie mit beschmiert worden ist. Ja, Leute, hier haben wir einen weiteren Raum. Was das mal war, also ich bin mir jetzt mittlerweile wirklich unsicher, ob das hier oben so eine Art Wohnung oder einfach, ja einfach eine Wohnung war oder sowas. Weil ihr seht ja selber, hier sind diverse Schreibtische, aber wenig Betten. Da vorne haben wir ein altes Waschbecken, einen Schrank, so eine Borte.
Ich vermute wirklich mal, dass das hier oben Privateigentum war, weil jetzt, das macht keinen Sinn mehr für mich, dass hier oben Hotelgäste gelebt haben. Das ist eigentlich totaler Quatsch. Ich sag mal, was würdest du sagen? Ist das hier so eine Art Hotel oder war das hier oben Privateigentum? Landgasthof. Hinten haben wir, ganz hinten haben wir die Räume gefunden, wo die Bediensteten geschlafen haben. Ah. Konntest du sehen, ich weiß nicht, wer hier geschlafen hat. Ob es hier tatsächlich der war, dem das Hotel gehört hatte. Das ist ja schon ziemlich reich. Ich wollte gerade sagen, also wie gesagt, Leute, wir haben's ja, ihr habt es ja wahrscheinlich gerade jetzt eben gehört, das ist ein Landgasthotel. Hinten hat der Beven ein, oder hat Zimmer gefunden, wo die Bediensteten gewohnt haben. Und das war hier oben ja ziemlich reich eingerichtet, das Ganze. Was ist da jetzt? Eine Überraschung. Eine Überraschung. Alter! Ach du... Ach... Was geht hier denn ab, Leute? Alter Schwede, das war doch sowas, wo man ja, Kuchen essen konnte, Kuchen, Kaffee trinken konnte und dann guckt euch das mal an. Wir haben hier einen komplett, Leute, einen wirklich komplett eingerichteten Saal. Alter Schwede, ist das krass. Mein Gott. Leute, guckt euch das an. Ein komplett, wirklich komplett eingerichteten Saal, wie man es ja, früher kannte oder von auch heute noch kennt. Hier ist nichts zerstört, wirklich gar nichts. Hier steht alles so, als wenn es vor ja, 2 Tagen verlassen worden ist, so ungefähr. Weil wir so ein bisschen Staub auf den Tischen natürlich haben. Wir stehen jetzt unmittelbar vor einer sehr, 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 sehr alten Kasse. Wir haben jetzt schon mal eben gerade geguckt, ob man hier auf dem Bon irgendwie so eine Art Datum oder sowas sieht, wo man dann vielleicht irgendwie abschätzen könnte, wie lange das Ganze hier schon verlassen ist. Hier haben wir eine Getränkekarte jedenfalls. Hier gab es alkoholische Getränke, Biere, Spiritosen, Mixgetränke, Weinbrand und Cognac. Und dann seht ihr hier jeweils immer den Preis. Eine kleine Coca-Cola oder sagen wir mal eine große Coca-Cola, 0,5 Liter, 3,10 Euro ist schon ziemlich viel. EU, ich denke mal, steht für Euro. Ich glaube, D-Mark-Zeiten waren hier nicht mehr. Und hier, wie gesagt, diese Uraltkasse, wo man da oben dann den Betrag sehen konnte, jetzt aktuell ist er genullt. So Leute, wenn ihr wisst, wie die Kasse funktioniert, dann könnt ihr mir das natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich vermute mal, dass man hier irgendwas eingetippt hat, den Betrag da dann gesehen hat und da kam dann wahrscheinlich mal der Bon raus. Wir haben jetzt gerade einen krassen Indiz gefunden, seit wann das Ganze vielleicht verlassen sein könnte. Und zwar ist das hier so ein Zählerschrank, würde ich sagen, aus Holz, wo die ganzen Sicherungen drin sind. Und da steht drauf, dass das letzte Wechseldatum von diesem Zähler am 25.05.2016 war. Muss man sich einfach mal überlegen. 2 Jahre grob verlassen? 2? 3? 3 Jahre verlassen? Irgendwo zwischen 3 Jahren verlassen, würde ich eher sagen. Aber ziemlich interessant. Das heißt, rein theoretisch könnte man das Ding hier wirklich so wieder in Betrieb nehmen. So Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Die Kegelbahn haben wir jetzt zum Ende leider nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, warum das hier stand. Keine Ahnung. Vielleicht haben sie die irgendwo ja, abgerissen, würde ich sagen, haben sie die nicht. Aber wir haben sie auf jeden Fall nicht gefunden, weil auch diverse Türen von diesem etwas längeren Gebäude verschlossen sind, abgeschlossen sind. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Schaut bei dem lieben Bevan vorbei, ganz unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns zu einem nächsten Video wieder, zu einem nächsten Lost Place oder zu einem nächsten Vlog. In diesem Sinne, haut rein. Ciao.